Also ich habe jetzt hier im Interview Markus Plattner, Chefkonditionstrainer Herren Alpin. Und anlässlich der Sommereinkleide hier in Kufstein ein kurzes Interview exklusiv mit ihm. Also die aktuelle Rennsaison ist natürlich jetzt vorbei und jetzt stellt sich die Frage für normale Betrachter, naja, jetzt ist Sommer, jetzt hat jeder, alle haben jetzt Urlaub, aber im Leistungssport ist es eben anders, weil da wird schon die Grundlage gelegt für die nächste Saison. Was steht jetzt bei euch so für die nächsten paar Wochen an speziellen Trainingseinheiten an? Unsere Athleten haben auch Anspruch auf Urlaub, aber nicht so lang als wir andere. Sie haben jetzt nach dem noch getätigten Skitraining 2 Wochen durchgehenden Urlaub. Wir fangen dann an mit einem Grundlagenkurs, so wie jeder andere. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir unser Grundlagentraining immer locker durchführen dürfen. Und werden dann aufbauend, wie es die Konzepte erfordern, in ein Kraft-Ausdauer-Training gehen und dann Kraft und Koordination verbinden. Und zu wie viel seid ihr da jetzt auf Mallorca? Wer nimmt da so alles dran teil oder ist es geheim? Nein, das ist überhaupt nicht geheim. Unsere Athleten kennt ja jeder. Ja. Es nimmt unter anderem der Kitzbühelsieger, der Hannes Reichelt teil, der Olympiasieger in der Abfahrt, der Maya Matthias und sonst der Rest der Mannschaft mit 7 Mann, wenn wir das Projekt mal locker angehen. Und wenn dann Mallorca rum ist, wo dann intensive Ausdauereinheiten durchgeführt werden, unter anderem auch spezielles Techniktraining, wann ist dann voraussichtlich, sind dann die ersten Einheiten wieder im Schnee oder auf dem Gletscher? Also laut unserer Planung, Absprache mit dem Schneetrainer, wird es dann im August wieder beginnen mit leichtem Einfahren, mit 3-4 Tagen und dann werden die Einheiten intensiver im September. So ist es natürlich auch immer wieder die spannende Frage, wie sieht es mit der Ernährung bei den Athleten aus? Es gibt ja unterschiedliche Trainingsziele, unter anderem auch Ausdauereinheiten. Welche Rolle spielt da Ernährung, vielleicht auch Kohlenhydratzusammensetzung? Kann dabei irgendwie auch Fitline in irgendeiner Form unterstützen, zum Beispiel mit dem Fitnessdrink? Ja, da sind wir sehr froh, dass wir mit Fitline das verbinden können mit dem neuen Fitnessdrink. Jeder Athlet hat eine ausgewogene Ernährung, aber man kann nicht nur immer feste Nahrung zu sich nehmen und füllen. Wir bewegen uns, wir sind sehr viel am Weg. Speziell jetzt in Mallorca auch, bei der Grundlageneinheit, ist es wichtig, den Körper zu versorgen mit Kohlenhydraten. Und mit dem Fitnessdrink sind wir sehr gut abgedeckt, da wir bei dem Drink die Möglichkeit haben, eine schnelle Energiegewinnung zu haben, aber auch dann, wenn es länger wird, die Kohlenhydrate dementsprechend langsam freigesetzt werden und der Athlet immer versorgt ist und auf einem optimalen Niveau trainieren kann und so sich nicht überlegen muss, wie er die feste Nahrung zu sich nimmt. Und der optimale Vorteil ist auch, dass man immer, wenn man den Fitnessdrink benutzt, auch immer mit Flüssigkeit versorgt wird im Körper. Ja. Beim ÖSV werden die Fitline-Produkte in allen Nationalkadern jetzt seit über 4 Jahren genutzt, geschätzt, positives Feedback. Aus seiner Sicht als Verantwortlicher im Konditionsbereich, wo würdest du den Vorteil sehen, was die Fitline-Produktlinie abdecken kann? Wo sind die Schwerpunkte, was die Entscheidung leichter macht, die Fitline-Produkte einzusetzen? Ja, wir haben jetzt eben den großen Vorteil, dass man bei Fitline alle Paletten und alle Ansprüche abdecken kann. Wir verwenden vom Kohlenhydratdrink bis zum Fitnessdrink alles. Und Break. Ja. Der Fitline hat eine große Produktpalette, deckt alles für uns ab, ob das jetzt ob es ums Immunsystem geht, ob es um Trainings geht mit hoher Belastung. Wir haben keine Probleme, dass die Athleten auch sagen, das schmeckt uns nicht, sondern es passt immer alles geschmacklich dazu. Und der sehr große Vorteil ist, dass alles zentral gesteuert ist und wir uns auch keine Gedanken machen müssen, ob unsere Athleten bei einem Dopingtest eventuell auffällig wären. Und wir setzen die Riegel ein, die den Athleten sehr gut schmecken. Es gibt verschiedene Riegel, wir decken alles ab. Auch im Eiweißbereich ist alles
perfekt abgedeckt. Und jetzt gab es wieder Schmerz. Jetzt haben wir ja über das Thema gesprochen, dass die Athleten Fitline-Produkte verwenden. Wir haben jetzt aber im persönlichen Gespräch herausgearbeitet, dass du auch selber Kontakt mit Fitline-Produkten hast. Was ist so dein Lieblingsprodukt bei den Fitline-Produkten? Wie verwendest du das? Ja, mein Lieblingsprodukt ist der Activizer, weil man einfach in der Früh sich die Schale Kaffee erspart. Der Activizer, der pusht mir ein bisschen. Und ich habe im Morgen weniger Probleme, als wenn ich am Tag 5 Kaffee trinken würde. Und nehme das total super auf. Und was mir persönlich super taugt, sind einfach die Riegel. Und da muss ich mir eher ein bisschen zurückhalten, dass das alles in einem gewissen Maß runterläuft. Und was ist so bei der Vielzahl der Riegel, die wir in der Zwischenzeit haben, so dein Lieblingsriegel oder deine Präferenz? Oder sind die Riegel alle toll und deswegen schon die Schwierigkeit mit dem Zurückhalten? Ja, eigentlich sind es die Proteinriegel. Und ich mag auch ganz gerne die mit der hellen Schokolade überzogen sind. Das sind so meine Favoriten. Ja. Also jetzt erstmal danke für deine Zeit, für das Interview. Erfolgreiche Vorbereitung in der Sommersaison und dann natürlich alles Gute für den Winter. Danke nochmal. Ja, bedanke mich auch.